Herzlich willkommen beim Lotto Berlin Fan Talk. Ihr habt uns hier einige Fragen gestellt, die wir heute versuchen zu beantworten. Wir werden die uns gegenseitig stellen und ja, ich hoffe, da kommen ein paar gute Antworten raus. Ich würde sagen, du fängst an mit der ersten Frage. Ja, die erste Frage ist, wer macht den meisten Blödsinn im Team? Ist schwierig, weil ich glaube, wir sind ein recht lustiges Team. Ja, ich würde Crescio sein. Crescio mir? Ja, er macht schon viel. Okay. Meine Antwort wäre Luis. Oh ja, nee, ich nehm's zurück, war Luis. meine Antwort wäre Luis. Ja. Den meisten Quatsch. Luke Sigma macht auch viel Quatsch, aber. Aber es ist anderer Quatsch. So. Luis ist so. Luis ist. Ja. Ich sag Luis. Ja. Du meinst, ja. Ja. Luis, Crescio. Ja. Gute Alright. Frage. Dann zur zweiten Frage. Kerls-1, was waren eure letzten Konzerte und wie sehr vermisst ihr Konzerte in eurem Leben aktuell? Oh, gute Frage. Muss ich kurz überlegen. Mein letztes Konzert. Weißt du schon? Ich weiß, ja. Wer bei dir? Mein letztes Konzert war tatsächlich das Beste, auf dem ich war bis jetzt. Es war Post Malone hier in der Mercedes-Benz Arena. Post Malone? Das war sehr nice. Okay. Und ja, klar, man vermisst Konzerte krass. Also es ist generell so dieses ganze Leben, wie das ist. Aber mein letztes Konzert war, glaube ich, in München, muss ich sagen. Ja. Das war ein Klavier, also ein Klavierauftritt war das in der Philharmonie. Der Pianist hieß Sohail Nasseri und der hat halt so Stücke von wem denn? Von Chopin, von Beethoven und noch andere klassische so Komponisten gespielt. Das war wahrscheinlich, ein Konzert, aber so ein typisches Konzert war, glaube ich, Nas in Berlin 2018 oder 2019. Das ist nice. Bin ich mir sicher. Ja. Ja. Okay. Nächste Frage von Kölner in Berlin. Seid ihr manchmal bei den vielen Spielen übersättigt von Basketball? Ach, gut, also ist eine taffe Frage, aber ja, natürlich. Also es ist, man macht das, was man liebt und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das alle machen können. Aber wenn man halt so ein Schedule hat, wo man so in zwei Wochen 10 Spiele hat gefühlt, so, dann ist es manchmal schon so, dass auch der Körper einfach sagt, okay, ist anstrengend und dann ist es halt schwerer, sich für ein Spiel vielleicht zu motivieren. Aber grundsätzlich ja, macht's Spaß und ich freue mich, dass ich es machen kann. Ja, ähnliche Antwort für mich. Klar, wenn so die Leidenschaft zur Arbeit wird, dann gibt es klar ab und zu Momente, wo man wo man die Leidenschaft vielleicht nicht richtig verliert, aber halt ein bisschen nachlässt. Aber ich denke also, unsere Liebe für Basketball, also ich spreche jetzt für mich, meine Liebe für Basketball ist halt so riesig, sage ich mal, dass diese Momente halt eher kurz sind. Dass, ja, man, dann, dass man dann direkt, dass man dann wieder die Motivation und die Energie kriegt, wenn der Körper sich ein bisschen besser fühlt oder so. Ja. Okay, eine gute Antwort. Luke_Sigma fragt, komischer Name auch, wer von euch hat die besseren Locken? War klar, dass die Frage kommt. Keine Ahnung, ich habe gerade den Conditioner reingetan. Mein Conditioner ist frisch drin. Ich weiß nicht, ob wir die Besten sind, die das jetzt beurteilen sollen. Vielleicht die Fans sollten das halt eine Umfrage genau. stattfinden und dann solltet ihr vielleicht entscheiden, wer die. Aber ich glaube, ich würde Maodo sagen, weil er hat einfach längere Haare und deswegen hat er lockigere Haare. Ja, so, deine müssen noch ein bisschen länger werden. So noch zu kurz für richtige Locken. Ja. So. Genau. Plus, ich nehme es auch ein bisschen ernster als du. Ja, safe. Das ist die ganze Thematik. Ja, ist richtig, mit der Haarpflege. Ist richtig hektisch. Immer mit Curl, Shampoo, Conditioner, Schlafhaube. Ich trage keine Cappies mehr. Ich muss jetzt, also ich trage eine Cappy, aber darunter muss, wie nennt man das? Diese Dinger. So ein Durag trage ich da drunter. Alles nur für die Curls und die Haarpflege. Nächste Frage von C3DR1C.BLNSP. Johannes Thiemann, Sie spielen nun schon mehrere Jahre in Berlin, haben quasi die komplette AI-Tour miterlebt. Was ist das Wichtigste, das Sie in der Zeit gelernt haben? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube,
Unter Ito lernt man sehr, sehr viel und auch jeden Tag aufs Neue. Deswegen ist es schwer zu sagen, so was das Wichtigste war oder was so, ja, das, der Bereich ist, in dem man sich, ja, in dem man am meisten gelernt hat. Aber ich denke einfach Spielintelligenz grundsätzlich, das Spiel zu lesen, zu sehen, so okay, wo steht mein Verteidiger, wo steht der Offensivspieler, was könnten wir jetzt da, was könnte sich daraus ergeben? Und nicht nur stur irgendwie ein Play durchzulaufen und dann am Ende zu sagen, okay, wir wollen den Wurf aus der Corner haben, sondern okay, wir können entweder einen Wurf aus der Ecke haben, wir können den Korbleger haben, wir können Zernoff haben, einfach so dieses Spiel zu lesen. Mhm. Ich glaube, da ist ja unglaublich gut, das seinen Spielern beizubringen und so eine Spielintelligenz zu fördern. Ja, und ansonsten, ich glaube, er hat einfach so viel Ahnung und es macht auch Spaß, richtig viel von ihm zu lernen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass ja dieser ganze Spaß am Basketball durch ihn auch nochmal, ja, ich will nicht sagen zurückgekommen ist, weil er war nie weg, aber er hat sich nochmal intensiviert, würde ich sagen. Gute Antwort. Okay, gut, dann Coffee-Lotte. Mit welchem Spieler außerhalb der BBL würdet ihr gerne mal zusammenspielen? Außerhalb der BBL? So mit ehemaligen Spielern, mit denen ich schon zusammengespielt habe, würde ich gerne nochmal zusammenspielen. Mit Strelnix voll gerne, ja. Nochmal. Oder mit Fabien Causeur. Elias Harris, der jetzt gerade noch in der Bundesliga war. Ja. So spielen. Okay, das ist eine gute Antwort. Also ich glaube, jetzt klar hat man mit vielen, vielen sehr guten Spielern zusammengespielt. Mit mich zum Beispiel gerne zusammenspielen würde, wäre so Chris Paul, also ein Point Guard, der so richtig nice passen kann. Jetzt nicht zu sagen, dass ich. Ich habe mit vielen Point Guards zusammengespielt, die sehr gut passen können. Auch Mode zum Beispiel. Ja, ja. Aber es geht ja gerade darum, mit Spielern, mit denen man nicht zusammengespielt hat. So, deswegen würde ich jetzt mal so einen Spieler wie Chris Paul oder Teodosic sagen, wo man einfach die einfach sehr gut eine Szene setzen kann. Gerade als Big Man jetzt für mich. War an NBA, habe ich gar nicht gedacht jetzt. Keine Ahnung, aber vielleicht so ein DeAndre Jordan. Ja. Den man halt immer so erliebt schmeißen kann. Das ist okay. Nein, ist die drei, die ich gesagt habe. Sonst keine Ahnung. Okay. Ich glaube, du musst die nächste Frage stellen. Ah, danke sehr. 7Julian98 hat die folgende Frage gestellt. Mit welchem Profisportler aus einer anderen Sportart würdet ihr gerne mal für einen Tag tauschen? Oh. Für einen Tag? Für einen Tag. Mit welchem Profisportler, also ein Athlet? Von einer anderen Sportart war es, ne? Ja. Okay. Ich weiß nicht, also. Als erster würde mir jetzt so Cristiano Ronaldo einfallen. So. Einfach zu sehen, wie das ist mit dem Ruhm oder wie? Ja. Oder? Wäre schon interessant zu sehen, auch. Ja. Genau das. Oder ansonsten, ich weiß nicht, ist ja bloß für einen Tag, ist ja nicht für immer. Ja, ist für einen Tag. Keine Ahnung. Ist eine schwierige Frage, also ist zu beantworten. Ja, klar, also da fällt mir jetzt, für einen Tag fällt mir eigentlich auch nur so ein super berühmter Sportler ein. Ja. Um einfach mal zu gucken, wie das so ist, genau diese Popularität zu haben. Ich bin gerade, was weiß ich, in die ganze Mannschaft ist praktisch gerade voll in Formel 1 ein bisschen drin. Durch diesen einen Dokumentarfilm. Die Serie meinst du? Dokumentarserie, ja. Entschuldigung, genau. Und das war eigentlich, keine Ahnung, ich finde es irgendwie auch mal interessant, wie es wäre, so einen Tag als Formel 1 Fahrer, so während eines Wettkampfes oder so. Ja, ist schon gut. Weißt du? Um zu gucken, wie das so als Sportler das oder macht als einfach, glaube ich, richtig Spaß, aber so ein Formel-1-Auto zu fahren. Ja, genau. All die ganzen Vorbereitungen und hinter den Kulissen und alles, das wäre schon irgendwie interessant zu sehen. Aber sonst keine Ahnung. Okay.
Lotte Basket, also Lotte-Basket. Mauro, wie lang oder wie oft trainierst du an deinem Ballhandling? An meinem Ballhandling? Wie oft? Eigentlich gar nicht so oft. Das einzige Mal, wenn ich wirklich an meinem Ballhandling ein bisschen arbeite, ist vorm Spiel, habe ich immer so eine Routine, wo ich mit zwei Bällen ein bisschen dribbel. Aber abgesehen davon gar nicht so viel. In der Preseason versuche ich immer ein bisschen mit Ballhandling-Drills mein Gefühl für den Ball wieder zu bekommen, aber jetzt in der Saison nicht so viel, um ehrlich zu sein. Das kommt eher durch die Spielpraxis, durch den Ballvortrag oder durch Spielpraxis kommt das Ballhandling irgendwie. Aber als Kind habe ich viel Ballhandling-Training gemacht und ich bin immer viel mit dem Ball überall, zum Spielplatz bin ich mit dem Ball gedribbelt, immer habe geguckt, wie oft ich durch die Beine dribbeln konnte. Also das habe ich als Kind immer sehr viel gemacht. Danke. Nächste Frage von Anschmied259. Wie schafft ihr es, mit Kritik umzugehen? Gar nicht, also ja. Nein. Nein, also ich glaube, das ist was man als Sportler relativ früh lernt, mit Kritik umzugehen. Man wird, glaube ich, häufig kritisiert, weil man auch einfach viele Fehler macht. Ja, mit der Kritik muss man gut umgehen, die akzeptieren und versuchen, sich zu verbessern. Ich glaube, das ist auch ein Problem von vielen Spielern, die eben nicht wirklich kritikfähig sind. Deshalb ist es enorm wichtig, dass man eben auch von Trainern Tipps und auch Kritik annehmen kann, damit man sich auch verbessern kann. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da Schwierigkeiten hat, mit Kritik umzugehen, dann ist man sich vielleicht auch nicht wirklich ehrlich zu 100% und zu jeder Zeit. Also man muss schon realisieren und verstehen, dass man Fehler macht. Und wenn jemand diese Fehler korrigiert oder coacht, dann liegt es in deinem eigenen Interesse, die halt zu beheben und auch daran zu arbeiten. Und es braucht so eine gewisse Selbstreflexion, aber das ist halt schon wichtig als Sportler zu erkennen, wann Kritik so konstruktiv ist. Ja. Ja, und das ist schon ein wichtiges Element im Profisport, das zu akzeptieren. Ja, auf jeden Fall. Jürgen Zahr, was sind eure beliebsten Ausflugsziele in Berlin und Umgebung? Nochmal? Was, also unsere beliebtesten Ausflugsziele in Berlin. In Berlin und Umgebung? Okay, also ich bin Berliner. Ausflug. Ja, keine Ahnung, ich bin in Charlottenburg aufgewachsen, daher so Schlachtensee oder Wannsee lag mir jetzt immer so ein bisschen näher als andere Ausflüge in den Osten, sage ich mal. Daher würde ich Schlachtensee sagen, vielleicht im Sommer ist es ganz schön, kann man dort baden. Das ist die Fischerhütte, da kann man chillen, man kann spazieren, man kann joggen, viele Möglichkeiten. Oder ja, eventuell nach Potsdam, auch ganz schön. Ja, stimmt. In Potsdam war ich noch nicht. Aber ich würde sagen, ich fahre öfter mal in Grunewald, da mal spazieren gehen. Jetzt gerade auch im Lockdown und so habe ich es sehr häufig gemacht. Einfach weil es da sehr schön ist. Ansonsten, ich wohne in Mitte, gerne mal einfach Museumsinsel, ein Käffchen da trinken. Das würde ich so sagen, sind so meine Lieblingsausflugsziele, aber so wirklich, ja, so einen richtigen Ausflugsort würde ich das auch nicht, also als richtige Ausflugsorte würde ich das auch nicht bezeichnen. Also es ist so zum Zeitverbringen würde ich da ja gerne hingehen. Genau. Ich glaube, die nächste Frage ist von Mauro an mich wieder. Ach man, ein Stück einfach rein, kein Stress. Ja, nächste Frage ist von mir. Was ist der größte Unterschied zwischen Alba und euren bisherigen Vereinen? Ich glaube, dass die Organisation Alba einfach sehr, sehr professionell ist. Ja. Dass hier sehr viel Wert auf Jugendarbeit gelegt wird. Man sieht ja, wie viele Spieler hier aus der Jugend kommen, wie viele Berliner im Team sind. Und was wir auch für einen quasi Nachwuchs haben, das ist unglaublich. Also ich glaube, da unterscheidet sich
komme ich jetzt auf Ludwigsburg. Da unterscheidet sich Alba schon so von Teams wie Ludwigsburg oder Bamberg, obwohl ich aus der Bamberger Jugend komme. ja, also von daher sehr professionell und einfach einen guten Spirit, auf jeden Fall. Bei mir muss ich ehrlich sagen, ich habe also bisher, seitdem ich Profi bin, war ich jetzt immer in einer Mannschaft, die in der Euroleague, im Euroleague-Wettkampf mit, also teilgenommen hat. Und ich denke, dass die Vereine, die das tun, immer eine gewisse Professionalität haben. Und in der Hinsicht ähneln sich die ganzen Vereine, dass die Organisation sehr, sehr stark, also sehr, sehr, sehr gut ist, dass die Atmosphäre stimmt. Was jetzt bei Alba ein bisschen anders ist, ist halt die Atmosphäre in der Mannschaft durch die Spielkultur und durch die Kultur, die Aito halt hier eingeführt hat. Genau, es ist eine junge Mannschaft, jeder hat Spaß, man lacht viel zusammen und die Atmosphäre ist auf jeden Fall etwas, was sehr heraussticht für mich jetzt hier in der Zeit. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Okay. K.Supertramp. Was verbirgt sich hinter dem Spitznamen Sly Low Money? Sly Low Money, das ist mein PlayStation Network ID, sagt man das? Ja. Ja. Daher hat sich dieser Spitzname hat sich dann daher irgendwie durchgesetzt. Sly steht für Silvester, weil das ist mein Mittelname. Lo wegen meinem Nachnamen und Money, keine Ahnung, ich war jung und habe einfach Sly Low Money gesagt. Hört sich witzig an, dachte ich, keine Ahnung. Also, das ist die Zusammenstellung dieses Spitznamens. Ja. Ja, nice. Ich glaube, ich habe auch all meine Fragen. Ich weiß nicht, ob du noch eine hast. Ich habe keine mehr, das waren alle. Okay. Ich glaube, dann sind wir durch mit den Fragen. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar gute Antworten geben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.